Und in unserem Falle ist es so, dass wir eigentlich gewöhnt sind zu glauben, dass wir ein völlig vernünftiges und rationales Verhältnis zur Welt haben und zur Natur. Das ist ja das die Grundlage für jedes technische auch Eingreifen und für jede Wissenschaft. Also wird erstmal definiert, was ist eigentlich Natur und was wollen wir damit machen. Und es sieht ja alles sehr, sehr vernünftig und normal aus. Und es gibt einen Fortschritt und es gibt eine Naturbeherrschung. Und uns geht es gut und wir haben den Wohlstand geschaffen und die beste aller Zivilisationen hervorgebracht. Das ist so der Hintergrund dessen, was so generell geglaubt wird. Und damit hapert es aber, weil wir plötzlich ja wissen und sehen, diese Welt und diese Natur reagiert auf irgendetwas, macht Katastrophen auf einmal, nichts klappt mehr, die Tiere sterben aus, Pflanzen sterben aus. Das ist ja gar nicht erklärbar. Also vor diesem rationalen und vernünftigen Hintergrund dürfte es gar nicht passieren. Der Fortschritt, den wir jetzt erleben, ist in meinen Augen überhaupt kein Fortschritt. Vor allen Dingen kein menschlicher Fortschritt. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und hätten erwarten dürfen, dass der Erkenntnisprozess für die Menschheit insgesamt größer geworden ist. Aber er ist kleiner geworden. Wir haben eine Supermacht von Technokraten, die uns manipulieren. Dabei ist der Mensch auf der Strecke geblieben. Der Grundansatz der neuzeitlichen Naturwissenschaft ist ein mechanistischer, ist ein Ansatz, der das Bewusstsein und die lebendige Wirklichkeit ausklammert und das auch zum Programm erhebt. Das muss man ganz eindeutig sagen. Das wissen, machen sich viele nicht wirklich klar. Also der Naturbegriff, der sagt, die Natur ist nicht lebendig, sondern tot und wir können damit machen, was wir wollen, ist in sich selbst falsch. Also es ist zum Beispiel die Diskussion bei Descartes interessant gewesen, der dann also davon ausgeht, der Körper ist eine Maschine und nur der Mensch hat dann auch noch den Geist obendrauf, also Körper, Maschine mit Geist. Aber alle anderen sind einfach nur Maschine. Tiere sind Maschinen und Pflanzen sind Maschinen. Das heißt, dieses mechanistische Weltbild führt dazu, dass die Welt erklärt wird in Kriterien, die ihr gar nicht entsprechen. Also mechanistisch. Und das ist bis heute so geblieben. Letztlich ist es eine Weltsicht, die vom Toten ausgeht und das Lebendige nie erreichen kann. Und so ist dann auch die Kosmologie und die herrschende Physik und auch die Technik letztendlich vom Toten bestimmt. Und wenn man das vollkommen, wenn man das absolut setzt, ruiniert das alles. Alles, was uns als Menschen auszeichnet, in unserer ganzen Psyche, wird alles letztendlich platt gemacht. Es wird eingeebnet. Es wird eindimensional betrachtet oder es wird sozusagen als etwas Irrelevantes bezeichnet. Gefühle und Sehnsüchte, Ängste. Und aber auch Erkenntnis im höheren Sinne, auch sogenannte Spirituelle und so weiter. Alles das wird eigentlich eliminiert oder zur bloßen Glaubenssache erklärt. Da fällt aber natürlich eben das ganze Reich des, ja, man könnte sagen, Numinosen oder eben das Reich der menschlichen Freiheit weg. Denn der Mensch als reine Materie und als sozusagen Maschine, Mensch, ist kein freier Mensch mehr, hat keinen freien Willen, denn alles von ihm ist eingebettet in diese deterministischen Naturzusammenhänge, die für die anzunehmen, für die Naturwissenschaft sehr wichtig ist, um Voraussagen treffen zu können, aber die uns natürlich jegliche auch Menschenwürde dann rauben. Wenn wir keine menschliche Freiheit mehr haben, dann ist eben auch die Frage, wo ist denn das der Einzelne, wo ist denn der Mensch in diesen Zusammenhängen, die jetzt alle so schön verwaltet werden können? Zum anderen ist dann noch die Frage nach der Beherrschung der Natur, die sehr stark damit verknüpft ist, dass wir zum einen den Menschen verwalten, aber auch die Natur
ihm untertan machen können oder uns untertan machen können, indem wir sie verwalten. Das ist sogar vielleicht etwas, was uns noch am weitesten oder am, sagen wir so, am nahesten ist, weil wir das eher verstehen in unserem westlichen Gedankengut mit der Renaissance und der Aufklärung, dass die Natur eigentlich natürlich nach mechanistischen Gesetzesmäßigkeiten funktioniert und sie auch mit dieser Methode zu unterwerfen ist. Und dann wir erst verstehen, aber wenn wir den Menschen da ausklammern, wie viel von der Natur haben wir da ausgeklammert, was vielleicht gar nicht so, was schon der Anfang vom Untergang war, weil wir die Natur schon angefangen haben, rein mechanistisch zu sehen, ohne eine eigene Seele, ja, die Naturseele als etwas, was selber schafft, was eine eigene Gesetzmäßigkeit hat, die man eben nicht der Wissenschaft unterwerfen kann, die man nicht nur analysieren kann oder die in der Analyse nicht ganz aufgeht. Naja, Wissenschaft und Technikentwicklung ist ja eine zentrale Komponente der modernen Welt überhaupt. Karl Friedrich von Weizsäcker hat mal gesagt, das ist eigentlich das Stahlskelett der abendländischen Kultur und heute muss man sagen der Weltkultur. Und die Prämisse, die da immer dahinter steht, ist letztlich weniger eigentlich die Welterkenntnis als die Weltbeherrschung. Natürlich immer auch ein Stück weit ein Herausdestillieren der Gesetze der Welt, aber auch im machtförmigen Sinne, also im Sinne, sie zu beherrschen und sie technisch dann umzusetzen. Also die Naturwissenschaft immer in enger Bindung an die Technik im Sinne der Umsetzung, aber auch im Sinne der, sagen wir mal, Nicht-Lebendigkeit. Es ist ein eigenartiges Phänomen, was oft nicht bedacht worden ist, dass die Naturwissenschaft in ihrem Ansatz eigentlich immer das Leben ausgeklammert hat. Nicht, das kann man immer wieder beobachten, das galt als nicht erklärbar. Das kann man sehr schön sehen, auch im späten 18. Jahrhundert, etwa bei Kant, der ja sich viel mit diesen Fragen beschäftigt hat, der mal gesagt hat, ja, man kann auch, er könnte sich gut vorstellen, wie die Gestirne entstanden sind und wie sie, nach welchen Gesetzen sie laufen, aber bei einem Grashalm würde seine Vorstellungskraft versiegen. Sie würde also, der Grashalm ist nicht erklärbar. Alles lebendig Organische entzieht sich eigentlich einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Das war das Credo, kann man sagen, noch im späten 18. Jahrhundert. Warum? Also eigentlich die Denegation der Natur, als die sie ist, als Lebendige, die wird nicht anerkannt. Und dadurch wird das Gewaltproblem nicht sichtbar, ne, dass ihr dauernd Gewalt angetan. Denn wenn sie als Natur, als toter Stoff gilt, dann kann man ihr ja nichts anhaben. Ne? Dann ermordet man ja nichts, ne, wenn es eh schon tot ist. Das ist das Hauptproblem, also der falsche Naturbegriff. Deswegen kann das gar nichts werden. Es muss zu einer Katastrophe kommen. Das ist sozusagen eingebaut. Ne? Das wird nicht gesehen. Also heute die Leute staunen über die Katastrophen und können sich nicht erklären. Also das hat mit der Gewalt zu tun. Ne? Das, was die Krogi sagen, ihr bringt das Leben um. Genau das sollte man eben nicht machen. Ne? Das ist der blinde Fleck dabei. Und die Leute glauben alle, sie leben in einer friedlichen Gesellschaft, wenn gerade kein Krieg ist und machen alles richtig. Ne? Wir sind ja da alle eingeteilt innerhalb dieses Systems. Also die Leute erkennen gar nicht, dass sie damit was zu tun haben. Ne? Was ist der Mensch dann, wie hat er sich entwickelt dahin? Warum ist das so? Ist er einem falschen Weg gefolgt? Ist er einem falschen Weg gefolgt? Ist er einem Wahn? Ist er den falschen Propheten gefolgt? Hat er auf die falschen Karten gesetzt? Kann ja sein und es sieht fast so aus. Er glaubte, in einer bestimmten Richtung zu handeln und ist und hat letztlich gehandelt und sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Er ruiniert sich selber. Er hat auf die falschen Götter gesetzt. Er hat etwas zum Gott oder zum Götzen gemacht, was man nicht hätte tun sollen. Nämlich, dass die Natur anders ist, als sie ist. Dass wir sie töten dürfen, dass wir sie neu zusammensetzen dürfen und dass dabei das Bessere
hervorgeht. Also dass wir die Schöpfer sind. Wir sind die Schöpfer eines neuen Lebens, also Gott gleich oder noch besser wie Gott. Und auf dieser Ebene handeln wir so. Und dabei geht aber alles kaputt. Das ist das Problem. Also das heißt, die Produktionsweise ist eine Destruktionsweise. Und wir sehen die Resultate heute in aller Welt. Also das Leben geht dabei ein, denn es wird ja erstmal vernichtet. Es wird gar nicht anerkannt, sondern es wird vernichtet. Also nihilistisch nennt das Severino. Also ein Nicht-Annehmen des Lebendigen, sondern seine Verleugnung als Grundlage. Aber Wissenschaftsleugner zu sein, ja, die Wissenschaft ist im Grunde genommen der neue Gott, dann hast du dich verabschiedet aus dem modernen Diskurs. Wobei jemand eigentlich nur sagen möchte, ich möchte eigentlich nicht eine Elite von Expertokraten oder eben auch Wissenschaftlern, Ingenieuren, die es ja von sich aus eigentlich gut meinen könnten, weil sie aber einen sehr beschränkten Blick mit einer Deformation professionell sozusagen auf die Gesellschaft haben, uns vielleicht in eine falsche Richtung bringen könnten, in die wir gar nicht wollen, weil sie das, was von der Wissenschaft nicht erfasst werden kann, weil es eben etwas Geistiges oder Seelisches oder Spirituelles ist im menschlichen Leben und auch Werte, also den ganzen Wertepluralismus, den wir haben, die das ausblendet, die da ihren blinden Fleck hat. Und dann lassen wir uns von einer Politik, die zur Rechtfertigung ihrer eigenen Macht die Wissenschaft heranzieht, die eben von ihrem naturell her eben sehr einseitig ist, lassen wir uns in diese Einseitigkeit bringen. Und jeder, der das kritisiert, ist ein Wissenschaftsleugner. Wobei er eigentlich nur sagt, Moment, wir Menschen sind mehr als nur Materie, wir sind mehr als nur Verwaltungsobjekte und die Lösungsmöglichkeiten bestehen mehr als in einem reinen weiter so oder besser durch die Krise, sondern in einer Frage, welche Werte müssen miteinander vermittelt werden. Und das kann die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft kann nicht normativ und will auch gar nicht normativ sein. Aber das wird eben oft dann vermischt und dann hat man eben normative Kraft mit der reinen deskriptiven Kraft vermischt. Und das sorgt für sehr, sehr große Verwerfungen und dann eben letztendlich den Gang in die Technokratie. Und diese merkwürdige, wie Günther Anders sagt, Apokalypse-Blindheit der Menschen diesem Prozess gegenüber, weil sie die Maschine so toll finden. Also dieses neue Projekt und dieses neue Resultat dieser ganzen patriarchalen Entwicklung ist ja die Maschine. Und sie haben eine prometheische Scham vor der Maschine, sagt Günther Anders. Er sagt, sie schämen sich dafür, dass die Maschine so viel kann, was sie nicht können und dass sie, also jeder Motorradfahrer weiß, wie er die Kraft des Motorrads sich selbst zuordnet und also die Scham vor der Kraft der Maschine und vor dem, was sie leistet.
Das ist ja die Hauptideologie, die das Ganze befördert und die Mimesis an diese Maschinisierungsprozesse ermöglicht. Also dass man sich identifiziert mit der Maschine, mit der Maschinisierung und dann eben auch der Transhumanisierung. Das ist ein Effekt, den die meisten Leute nicht berücksichtigen und den sie nicht erkennen. Also Goethe würde sagen, es ist ein Zauberlehrlingseffekt, den die Maschine ausübt. Also sie ist nicht anzuhalten. Ne? Man kann diese Prozesse wahrscheinlich nur anhalten, das ist wie mit dem Geld ja auch, wenn man sie erkennt und weiß, wo sie herkommen. Und das ist das, was generell ja überhaupt nicht der Fall ist, im Gegenteil. Das wird ja dann immer noch hinterhergelaufen, diesem Prozess. Er wird immer noch befördert. Und uns ist das große Schauen abhanden gekommen. Wir sind nur noch in einer Welt von die spektakulär ist, von Spektare. Sehen, ja, mit einem scharfen Sehen. Mit einem scharfen Sehen können wir die große Natur nicht mehr erfassen. Wir können sie nur mit einem inneren Auge der Liebe zur Wirklichkeit auffassen. Und da ist unser großes Defizit. Und wir müssen mit der Natur in einen Dialog eintreten, der eigentlich eine kosmische Harmonie ist, ohne dass ich die Natur laufend domestiziere, bewerte und einenge. Das ist unsere große Herausforderung jetzt. Da ist übrigens passiert, mit einem indigenen Stamm in Kolumbien, den Kogi. Die Kogi sind eine Gruppe von Leuten, die nicht so denken. Das sind also indigene Völker, die haben sich, als die Kolonisierung passierte, in die Berge zurückgezogen. In Kolumbien, die Sierra Nevada, da sind sie also vor 500 Jahren, 400 Jahren verschwunden, als die Spanier kamen. Und niemand hat sie mehr gesehen. Und auf einmal tauchten sie auf, das war in den 80er Jahren, und wandten sich an einen englischen Journalisten, das ist der Alan Herrera, heißt der. Der soll mal der Welt sagen, dass es ein Problem gibt. Sie hätten nämlich festgestellt, der weiße Mann zerstört die Welt. Und das müsse aufhören. Denn es sei so, die Welt sei nämlich lebendig. Und das Lebendige darf man ja nicht stören oder töten oder umbringen oder vernichten. Das ist deren Moral. Und sie haben geglaubt, dass die westliche Welt, also unsere, entsprechend reagieren würde. So nach dem Motto, ja, vielen Dank für den Hinweis, haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, es stimmt ja eigentlich. Und jetzt schauen wir mal, woran liegt es denn eigentlich? Das wollen wir doch gar nicht. Ne? Genau diese Reaktion ist aber nicht gekommen. Und die Kogi konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Menschen bewusst das Leben vernichten. Sie sind davon ausgegangen, wenn man weiß, das ist doch alles lebendig, dann kann man doch da nicht so eingreifen. Also die Glücksverheißung auch, das ist ja auch eine Utopie. Ich würde sagen, es ist ein Albtraum, eine Dystopie, etwas Grauenvolles, weil es alles eliminiert und kaputt macht und platt macht, was das Lebendige auszeichnet. Aber es für viele würde es vielleicht sagen, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Das ist ja eigentlich was Gutes. Und da sind wir an einem gefährlichen Punkt. Da greift also diese abstrakt-technische Sphäre wie eine Theosphäre, quasi göttlich, in den Leib ein. Greift massiv ein und zwingt dich sozusagen dazu, ein Amalgam zu schaffen zwischen dir und diesem technischen Prinzip und dem Werkzeug, dem technischen Apparat. Und da löst sich natürlich der Mensch in seiner alten Form auf. Das hat ja auch der Klaus Schwab in seinem Buch Great Reset an mehreren Stellen eindeutig gesagt. Der Mensch in der alten Form mit der Willensfreiheit, der Eigenentscheidung, der Mensch als Individuum im klassischen Sinne, als Individualität, der ist eigentlich nicht mehr vonnöten. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Und da sind wir natürlich bei Aldous Huxley, Brave New World, angelangt. Und in gewisser Weise gleichzeitig noch bei dem anderen, 1984, nicht? George Orwell. Auf eine eigenartige Weise beides rückt immer näher. Big Brother is watching you, aber der will doch nur dein Bestes. Du musst dich doch gar nicht dagegen wehren. Ist doch alles wunderbar. Mach doch einfach mit, das ist doch prima, das ist doch super sozusagen. Du musst dich dagegen gar nicht wehren.
So ist es doch. Und viele wehren sich auch nicht dagegen. Wieso wird das alles negativ geredet? Ist doch alles wunderbar. Ja, da sind wir an einer entscheidenden Stelle. Und die Pläne liegen ja auf dem Tisch. Der Klaus Schwab in seinem Great Reset Buch hat ja das ganz eindeutig formuliert, wohin die Reise gehen soll. Also das, deutlicher kann man es eigentlich gar nicht sagen. Kein Verschwörungstheoretiker könnte die Sache mehr auf den Punkt bringen als dieser Text, den ich zu einem erheblichen Teil auch gelesen habe. Die Great Reset. Und Covid-19, das ist ja der Zusammenhang. Wir haben jetzt über Covid-19, über die Maßnahmen, die ja doch ziemlich repressiv sind, haben wir jetzt eine Möglichkeit, auch den Schritt weiterzugehen. Das wird doch passieren mit der Klimakrise und so weiter, wird man es auch so machen. Und dann geht es dann noch weiter. Und das, der denkende, individuell geprägte, schöpferische, genialische Mensch in diesem alten Sinne, wie wir ihn auch bewundern und wie er auch in gewisser Weise erstrebenswert ist, der wird dann eigentlich unwichtig. Der wird ein Fossil. Der Mensch in seiner alten, lebendigen Form und Ausrichtung wird zum Fossil. Er soll eigentlich abgeschafft werden, entsorgt werden. Das interessiert gar nicht mehr. Der ist sozusagen von vorgestern. Unser Organismus schwingt von der Natur her analog. Das kennen wir von den Schallplatten. Deswegen ist ja heute wieder so ein Run auf Schallplatten. Die schwingen ja noch. Ja? Während CDs, die digital produziert werden, haben eine völlig andere Klangqualität als die analog schwingenden Schallplatten. Deswegen ist der Klang so gewaltig, auch wenn er schwankt. Aber es ist lebendig. Und der Mensch ist ein lebendiger Organismus und kein digital gestörter Organismus. Die Natur funktioniert nach wie vor immer noch analog. Und wir können die Natur mit dieser Gewalt, dieser Mächtigen, nicht digitalisieren. Der Mensch wird zum Teil digital gesteuert. Aber letztlich kannst du den Organismus nicht digitalisieren. Wenn du das machst heute, und deswegen haben wir ja so viele Krankheiten, Krebsgeschwüre, wenn die Leute laufend irgendwelche Untersuchungen bekommen, die digital gesteuert sind, ja, Röntgenstrahlen, CTs, MRTs, egal, die ganzen Untersuchungsmethoden sind heute digital gesteuert. Und da glaube ich, da treffen Schwingungen auf deinen anderen schwingenden Körper, Organismus ein, die machen dich schon krank. Und davon wirst du möglicherweise auch beeinflusst. Aber letztlich wird sich der Organismus, dein lebendiger Organismus, immer gegen das Digitale, das Digitalisierte mit Martyrium sträuben. Das ist meine Überzeugung. Und das erlebe ich jeden Tag mehr. Ich bin nicht gegen den technischen Fortschritt. Ich habe auch selbst, benutze auch ein Handy, ich benutze auch einen Computer. Aber ich lasse mich nicht tyrannisieren von dieser Welt. Aber da brauchen die Menschen, die eine große Intuition haben, die brauchen die Kraft, um denen zu widerstehen. Ohne dass ich jetzt gegen die ganze Welt der Mächtigen protestiere. Wir können nicht eine Scheinwelt, wir leben ja in einer Scheinwelt. Die ganze Finanzwirtschaft heute arbeitet mit einer Scheinwelt. Das ist ja gar nicht mehr real. Und wenn wir das Virtuelle, die Scheinwirklichkeit, mit der eigentlichen Wirklichkeit draußen verwechseln, dann werden wir zu Roboter, dann zu Zombies. Und dann wird es für mich also nicht mehr lustig. Da möchte ich nicht hin. Also dass die Fantasie besteht,
Der Mensch wird selbst direkt zur Maschine und ist nicht nur mit ihr verbunden, irgendwie äußerlich oder eben auch psychologisch sozusagen. Und das geht aber nur erst seit es eben die Miniaturisierung der Maschine gibt, also mit den kleinen Maschinen, also bis hin zu Nanobots. Erst da kann man anfangen oder eben wo man sich um die Kleinstbestandteile des Menschen kümmert, also etwa in der Gentechnik und in der künstlichen Intelligenz, wo also auch die Sprache und das Denken genau auseinandergenommen werden, bis in die einzelnen Teile modifiziert werden, ne, wo das Leben in seine kleinsten Bestandteile zerlegt wird, ne, molekulare Größen, Nano, ne, oder atomare Größen, also auch die ganze Atomtechnik hängt damit zusammen. Also die Zerlegung der Welt, der Materie und der Menschen in ihre kleinsten Bestandteile. Das ist typisch alchemistisch vorgegangen. Und dann versucht man, die kleinsten Teile wieder zusammen, neu zusammenzusetzen. Also man nimmt von allem was. Man kann ja dann auch neue Lebewesen schaffen oder versucht das jedenfalls. Man mischt, also man hat den großen Melting Pot, in dem sind alle Bestandteile drin. Und dann kann man neu daraus fischen und neu zusammensetzen. Also auch über die Artgrenzen hinweg und eben über die materiellen Grenzen hinweg. Also Maschine plus Mensch neu zusammensetzen. Und das ist genau das, was die künstliche Intelligenzforschung schon die ganze Zeit vorschlägt. Schon seit 40 Jahren ungefähr. Also das ist auch gar nicht neu, nur jetzt soll es auch gemacht werden. Dass natürlich die Digitalisierung der Welt und die Computerisierung der Welt und all dies natürlich den Menschen nicht ungeschoren lässt. Und natürlich möchte man dann auch da eingreifen. Man will ihn in diesem Sinne auch optimieren. Das wird ja dann auch moralisch aufgewertet. Wir können dann auch früh erkennen, welche Krankheiten du hast. Die können wir dann auch heilen. Nicht? Ist ja auch dann so die Verheißung. Bis hin, wir können auch quasi unsterblich machen. Das ist ja immer wieder der alte Traum, indem wir deine Geistesessenz sozusagen auf den, ich sage immer jetzt ein bisschen flapsig, auf den Chip bringen. Dann bist du im Chip und dein Geist ist dann da drin. Dann brauchst du den physisch unzulänglichen Körper, mit dem man dann nichts mehr anfangen kann, den brauchst du dann gar nicht. Ja, das ist natürlich auch ein radikaler Angriff auf den Menschen als solchen. Und mit einer Verheißung des Glücks, ja, du wirst dann auch glücklich sein, weil du bist von vielen Problemen befreit, die du jetzt hast. Du bist vielleicht viel gesünder, man kann viel schneller erkennen, wenn du krank bist und so weiter. Also eine Verheißung auf Frieden herrscht dann, weil wir müssen dann nicht mehr alle diese furchtbaren Dinge machen, die wir früher gemacht haben. Und wir befreien dich über die Technik und wir verbinden auch die besten Elemente der digitalen Welt mit dir. Wir pflanzen dir den Chip ein, weil das hilft dir doch auch. Das ist doch auch gut für dich, weil es geht dann viel schneller. Du kannst zum Beispiel dann eventuell nur mit Geisteskraft, mit Gedankenenergie deinen Computer bedienen oder vielleicht sogar kommunizieren. Das schadet dir doch gar nicht. Das können wir doch, den Chip können wir dir doch unter die Gehirndecke einpflanzen zum Beispiel oder sonst wohin. Und der Mensch wird sozusagen, da wird er jetzt zum Cyborg. Da wird also ein Mensch aus der Retorte gehoben. Der wird ja auch favorisiert. Ein irrwitziges Etwas wird da aus der Retorte gezaubert. Eine uralte Idee der Menschen, den Menschen sozusagen neu zu machen. Überhaupt die Welt neu zu schaffen. Warum nicht einfach das alles irgendwie unzulänglich? Das machen wir anders. Das machen wir viel besser. Das machen wir viel haltbarer. Wir bauen die Schöpfung in gewisser Weise um. Also entweder über, das gibt ja mehrere Formen, wie das dann aussehen kann. Also entweder der Mensch wird mit Nanobots zum Beispiel angefüllt sozusagen
und wird von innen umgewandelt, oder er bekommt über elektromagnetische Wellen von außen Befehle, die solche Kleinstapparate dann in Gang setzen und die bis ins Gehirn langen und überall hin. Ne, die gehen ja durch die Blut-Hirn-Schranke. Und auf die Weise kann er gesteuert werden. Also die ganze Mind-Control-Bewegung hat er das genau untersucht, wie man das machen kann. Sodass aus dieser Perspektive die Impfungen, die jetzt laufen, genau der Weg zum Transhumanismus sind und zur Depopulation, beides. Das ist das, was, glaube ich, noch niemand so richtig begriffen hat. Also im Grunde ist damit das Programm begonnen worden, der Transhumanisierung, also aus GMO, wir werden als genmodifizierte Organismen umprogrammiert, ne, umgeschöpft und bekommen kleine Maschinen implantiert, mit denen wir lenkbar, beeinflussbar werden. Also der Craig Venter, das ist einer von denen, der diese synthetische Biologie erfunden hat, oder überhaupt der Erfinder, der sagt, das Ziel ist, also diese Lebewesen, die da so konstruiert werden, sie tun, was wir wollen, sagt der. Das ist sein Kriterium. Sie tun, was wir wollen. Natürlich, sie sollen tun, was gewollt wird, ohne noch eine Alternative zu haben. Also das ist ja eine wirklich massive Verschlechterung. Wenn ich als Mensch nicht mehr über mich selber verfügen kann, dann ist es doch keine Verbesserung für mich. Ne? Das ist doch eine Katastrophe. Aber es wird aber als Verbesserung ausgegeben, weil das die Ideologie ist, dass alle Veränderungen sollen als Verbesserungen anerkannt werden und definiert werden. Ne? Das ist die Hauptvoraussetzung, dass das überhaupt als Politik formulierbar ist, ne? Dass man das immer als Verbesserung ausgibt, selbst wenn alle dabei umkommen, wie jetzt meinetwegen mit der Impfkampagne. Ne? Das ist ja keine Verbesserung. Am Schluss sind alle tot, was weiß ich. Ne? Also man muss bei diesen Leuten auch mit allem rechnen, ne? Weil sie eben als Verbesserung etwas ausgeben, was womöglich das Gegenteil ist. Also diese Verkehrung, es kommt immer zu einer Verkehrung der Begriffe und der Anschauung, und solange man nicht weiß, was eigentlich dahinter steht und gemeint ist, kann man das gar nicht erkennen. Fällt immer wieder drauf rein. Ne? Also Fortschritt ist ja toll. Ne? Deswegen hat auch diese ganze Technik-Kritik-Diskussion, die es ja in den 70er, 80er, 90er Jahren gab, findet überhaupt nicht mehr statt, weil diese mehr von der Produktivkraftentwicklung, ne, so im marxistischen Sinne, da geht der Fortschritt entlang und das ist ja das ist überhaupt die Grundlage von allem und das darf nicht in Frage gestellt werden. Der wird aber jetzt, es stellt sich selbst in Frage, indem das schief geht. Ne? Und dann sieht sich der Mensch vor die Frage gestellt, ob die doch eher unperfekte Welt der Realität, wenn man sie dann noch so nennen wird, vorzuziehen ist oder die, wo ein Algorithmus genau weiß, was der Mensch braucht, wann er es braucht, wann welche Hormone ausgeschüttet werden sollen und wann und wie diese Welt aussehen soll. Und diese Welt wird dann eben schöner aussehen. Das wird eben wirklich eine schöne neue Welt sein. Und die meisten Menschen, denke ich, werden dann sich entscheiden für die irreale
aber schöne Welt. Und dann ist, da muss man gar nicht aufpassen, wie Harari sagt. Wir sollten aufpassen, das wird einfach geschehen, weil das diese Entwicklung ist. Das Einzige, was wir vielleicht jetzt noch machen, wo wir ein gewisses Fenster offen haben, ist tatsächlich eine ganz starke Abkehr in einzelnen kleinen Bereichen. Also von Menschen, die das jetzt sehen und sagen, ich möchte mir dieses Eiland der alten Welt noch erhalten, mit so einer alten, nicht nur Normalität, sondern auch mit einem analogen Leben, das vielleicht nicht perfekt ist, aber das echt ist. Und das möchte ich so lange wie möglich aufrechterhalten, vielleicht auch als Angebot für alle, die dieses Unbehagen an der Dystopie teilen. Und das wird vielleicht, und das ist eben meine düstere Welt, sich die einzige Möglichkeit sein, sich so lange wie möglich diesem Zugriff der schönen neuen Welt zu entziehen. Wir sind in einer Welt angekommen, wo der Algorithmus unser tägliches Leben beherrscht. Und die meisten, die jetzt inzwischen ein Smartphone haben, Smart kommt übrigens vom althochdeutschen und englischen der Schmerz. Eigentlich ist es ein Schmerztelefon, Sie wissen es gar nicht. Smart ist nicht nett, sondern Smart kommt von ursprünglich Schmerz. Ein sehr interessantes Wort. Deswegen wird ja auch immer gewarnt davor, dass man nicht zu viel telefoniert, weil man irgendwann ja auch Probleme im Kopf bekommt, im Ohr bekommt, wie das diese Neurowissenschaftler Hüter ja auch sagen, oder auch Spitzer. Wenn ein Algorithmus unser Leben beherrscht und wir nicht mehr wissen, was mit uns passiert und wir ferngesteuert werden, das heißt, wir werden jetzt durch das Leben navigiert. Früher hieß es, ich navigiere. Ja? Navigare necesse est, Seefahrt tut not. Das ist ein aktiver Prozess. Ich habe den Begriff in die Welt gesetzt, navigor, ergo sum. Ich werde navigiert und darum bin ich. Und wenn ich mich darüber definiere, dass ich navigiert werde, dann lebe ich nicht, dann werde ich gelebt. Und ich habe Angst davor, dass unsere jetzige Generation durch das tägliche Bombardement von Datentransfer eigentlich nur noch gelebt wird und zum aktiven Leben nicht mehr kommt. Und wir haben einen Hyperaktivismus in der Welt. Und Aktivität ist etwas anderes. Aktivität ist ein kreativer Prozess und Aktivismus ist für mich pathologisch. Ja, jetzt waren wir bei der Digitalisierung, hatten wir schon kurz angesprochen und in dem Zusammenhang auch die verschiedenen Technologien schon erwähnt, die ja zur sogenannten vierten industriellen Revolution gehören, also Gentechnik, synthetische Biologie, Nanotechnik, Geoengineering und KI, ne? Das sind eigentlich die neuen, also künstliche Intelligenz, das sind eigentlich die neuen Technologien, also von Mikro bis Makro sozusagen. Und die sollen jetzt alle also als Konvergenztechnologien, bezeichnen wir die auch, also die sollen zusammenarbeiten auf ein Ziel hin. Und das ist im Grunde der Transhumanismus, also das Brechen der Menschenwürde, sage ich jetzt mal so. Und das System, in dem das Ganze stattfindet, wo wir sitzen ja auch schon alle am Computer jeden Tag, stundenlang womöglich, werden schon eingeübt. Das hat übrigens der Schirmacher in seinem Buch Ego schon mal geklärt, wie wir in die Maschine eingeübt und eingefügt werden, also indem wir auch gehorchen. Wir müssen am Computer auch dauernd gehorchen. Also dem, was Karl Marx die Kapitalform des Kommandos nennt, also das Kommando akzeptieren wir, weil es eine Maschine ist und nicht jemand da steht und schreit. Bei der Maschine akzeptieren wir das. Und es wird sozusagen wirklich zu unserer zweiten Natur. Also das ist dieses ganze Maschinenprojekt, eine neue Natur zu entwickeln, die dann als zweite Natur gilt, also auch als Natur, obwohl sie genau das nicht ist. Und das merken wir ja auch, indem wir immer mehr in diese Maschinerie eingebunden werden. Und das soll durch die Digitalisierung nun also vollständig werden sozusagen. Da soll ja alles mit Sensoren bestückt werden. Und die ganze Infrastruktur samt der Straßen und Wege und unsere Geräte und wir selber werden mit Sensoren bestückt, also Implantaten und allem. Wir haben ja schon mal diskutiert über Mind Control, was alles dazugehört. Und wir sind sozusagen in dem Internet of Things, im Internet der Dinge sind wir dann eben auch Dinge und verlieren dadurch auch unseren Anspruch auf Menschenrechte oder auf Würde und auf Souveränität. Wir sind dann Dinge wie andere Dinge auch. Da wird nicht mehr unterschieden. Das ist auch ein typisch juristisches Problem, was da entsteht. Der Mensch wird gar nicht mehr als solcher definiert innerhalb dieser Maschinerie. Und man kann sich nur wundern, dass die Leute so blauäugig in die Digitalisierung streben.
die genau diese Durchmaschinisierung, ne, von Mensch und Natur und allen Geräten und allem, was da kreucht und fleucht, besteht, samt der Laternen draußen, die nachts leuchten, also und 5G, also 5G als die Frequenz, die dazu benutzt wird, um das also elektromagnetisch zu bewerkstelligen, dass das auch funktioniert. Das würde sonst nicht funktionieren, das würde sonst zusammenbrechen. Man würde übrigens unheimlich viel, also für diese Digitalisierung, viel mehr Energie brauchen, als diese ganzen Erneuerbaren überhaupt leisten können. Und deswegen ist das ganz klar, dass dieses Projekt darauf aus ist, auf die Reduktion der Quantität. Also es bleiben dann nur wenige übrig, die in so einem Projekt sein werden, also nicht 8 Milliarden Menschen. Das ist der monströse Hintergrund, der sich jetzt auftut. In der Digitalisierung werden nicht 8 Millionen Menschen, 8 Milliarden Menschen sein. Ne? Und die werden ausgegrenzt und die verschwinden. Also wie der Mensch als Qualität, auch als Quantität verschwindet von diesem Globus. Das ist das Projekt. So sieht es aus, anders kann das gar nicht funktionieren. Also man kann nicht, wenn man auf Atomkraft und auf Kohle und Öl und alles mögliche, nee, Öl nicht, aber Kohle, Atomkraft auch noch und Braunkohle auch noch verzichtet. Allein mit Windkraft kann man niemals und Solar, so wie das im Moment technisch geregelt ist, kann man niemals ein solches Riesenprojekt für alle durchziehen. Ist vollkommen unmöglich. Ja, deswegen läuft dieses Projekt an sich darauf hinaus, dass wir immer weniger sein werden. Ja, das ist die vierte industrielle Revolution, die speziell mit den Grünen kommt. Das gibt ja das, die Projekte dazu, den Great Reset vom World Economic Forum und den Green New Deal. Das sind die Projekte, die also die EU und weltweit inzwischen überall diskutiert und angewendet werden sollen. Das ist nichts mit Grün, das hat mit Grün nichts zu tun, nur grün angemalt. Also insofern ist es interessant, ob die grüne Bewegung das nochmal kapiert, also die ursprüngliche, was unter ihrem Namen jetzt alles da läuft. Und das ist die, sind die Digitalisierungs- und vierte industrielle Revolution Projekte, die ganz genau von der obersten Weltklasse jetzt propagiert werden, die jetzt endlich durchgesetzt werden sollen. Wenn man sich selber ergreift und sich versteht, was der Mensch eigentlich ist, dann kann man auch mit der Technik anders umgehen und würde auch mit der Technik anders umgehen. Dieses Übermaß der Technik, diese monströse Potenz der Technik, die heute herrscht und sich immer mehr steigert, auch im Digitalen, ist nur möglich, weil der Mensch letztendlich, ich würde es mal ein bisschen überspitzt sagen, seiner innersten Natur verraten hat. Er hat sie verraten und er hat sie vergessen. Er hat vergessen, wer er ist. Er hat sie verraten. Er macht sich selbst ja, zum Gegenstand. Und diese Totalobjektivierung des Einzelnen ist einfach, ruiniert ihn und macht den Tod dann zu einem Schreckgespenst, zu einem Monstrum, zu einem absoluten, sozusagen Bedroher. Der Tod ist die Bedrohung schlechthin. Alles ist richtig, aber nur der Tod darf nicht sein. Oder jetzt gerade in der Krise, es gab nur ein bestimmter Tod, der darf nicht sein. Nicht eine bestimmte Art von Tod, die darf es nicht geben. Alle anderen Tode interessieren die Menschen überhaupt gar nicht, beunruhigen sie auch gar nicht, interessieren sie auch gar nicht. Wie viele, was wird ständig gestorben auf dieser Erde, auch in den furchtbarsten Zusammenhängen. Den normalen Menschen hier im Westen interessiert es überhaupt gar nicht. Aber jetzt rückt ihm was nahe. Er glaubt, jetzt ist er bedroht von diesem Virus.
Und jetzt plötzlich rückt ihm das so nah. Und deswegen ist die Gegenwart des Todes heute stärker als je zuvor. Also ich habe noch nie in meinem Leben das in diesen Jahrzehnten das so intensiv wahrgenommen, dass der Tod so in den Mittelpunkt rückt. Das hat es noch nie gegeben vorher. Und das ist ja eigentlich, kann man ja sagen, geradezu eine Chance. Ist geradezu eine Herausforderung, die man bestehen kann, wenn man sie denn bestehen möchte, wenn man überhaupt daran interessiert ist. Das ist wahrscheinlich die große Aufgabe auch des 21. Jahrhunderts, was uns jetzt hier bevorsteht. Gleichzeitig die Frage nach dem genuin Menschlichen immer wieder aufzuwerfen, die meines Erachtens auch sträflich vernachlässigt wird, gerade in dieser Zeit. Es wird uns ja ganz viel genommen, auch gerade im letzten Jahr, ohne dass Menschen einfach so aufschreien, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr so das Bedürfnis haben danach. Und ich denke, und viele andere auch mit mir, das macht doch das menschliche Dasein aus, dass wir das haben, dass wir das brauchen. Was sind wir denn noch ohne Lebendigkeit, Spiel, Zusammensein, Singen, Kunst, Auftreten, auch Menschenansammlungen, soziales Leben? Also wir sind ja wirklich reduziert und bereinigt worden in unseren Hirnen mit aller Gewalt. Da ist ja nichts übrig geblieben. Das merkt man, wenn man irgendwo im Süden ist, haben die Leute, die haben keine Hexenverfolgung erlebt, da merkt man, dass die noch viel mehr erinnern und noch viel näher da dran sind. Das ist bei uns alles also ausradiert, ne? Exorzisiert worden. Also das muss alles wieder bedacht werden, ne? Wieder erinnert werden. Die Wildnis, das ist unser Verhältnis zur Wildnis. Das sind ja Begriffe, die gar nicht mehr existieren, ne? Also gibt es viel zu tun und es gibt sehr viele Möglichkeiten und das ist überraschend, wenn man damit anfängt. Das ist sehr spannend, also und sehr hilfreich. Also wir sind ja nicht allein damit, ne? Sondern wir sind umgeben von allen diesen Lebewesen, mit denen wir zusammenhängen. Ja, die Verbundenheit alles Seienden, nenne ich das. Und aus der werden wir immer wieder gerissen, aber sie existiert trotzdem. Ja, und wenn ich mir den Zyklus der Natur anschaue, sie bewegt sich ja nicht linear. Wir bewegen uns ja immer linear auf den Tod zu. Die Natur bewegt sich zyklisch. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, immer wieder sterben, wieder auferstehen. Und wenn wir dieses zyklische Denken, ich rede nicht von Reinkarnation, das ist nicht der Punkt. Ich rede aber davon, von Reifung. Auch wachsen in den Ringen, wie das Rilke gesagt hat. Und wir sehen doch jedes Jahr ein Frühlingserwachen. Letztes Jahr bei Corona hat man ja gesehen, wie die Natur plötzlich wieder ganz neu aufgewacht ist, befreit, ja, von dem Schicksal dieser wahnsinnigen Menschen hier. Und die Erde kann ohne den Menschen auskommen, ja. Die regeneriert sich selbst. Und wir brauchen diesen Zugang zu dem zyklischen Verständnis, den ich Reifungsprozess nenne, und der nicht linear funktioniert. Der geht eben nicht linear. Und jeder Tag ist ein neuer Tag. Wenn ich aufwache, wache ich auf. Wenn ich schlafe, sterbe ich. Wenn ich wieder aufwache. Das ist ein ständiger Reifungs- und Fortschrittsprozess, der immer auch aufs Leben zugeht und nicht auf den Untergang. Und deswegen glaube ich, die Orientierung hat nichts mit dem Orient zu tun, sondern hat mit dem Erwachen zu tun. Oriri heißt Aufstehen, ja? Der Sonnenaufgang, Sol Oriens. Ja? Aber wir, die vielen Urlauber, die dann nach Mallorca irgendwo hinreisen, kommen ja mit Fotografien von Sonnenuntergängen nach Hause, sind sie ganz stolz drauf, untergangsorientiert, schon bewusstseinsmäßig, anstatt jeden Tag Sonnenaufgänge zu fotografieren, sich an Aufgängen an der Orientierung zu begeistern. Darum geht es. Die Begeisterung ist ein geistiger Prozess und die Orientierung ist das Gleiche. Es zeigt sich ja immer wieder, jeden Tag aufs Neue, dass die Ordnung, eine tiefe, große, wunderbare Ordnung, das Ganze denn doch hält und durchpuls. Trotz allem Irrsinn, der gleichzeitig läuft. Da gibt es also offensichtlich doch antagonistische Kräfte, die gegeneinander wirken. Das ist offenbar so. Es gibt da ein Ringen, ich sage ja gerne ein Geisterringen, auch ein Ringen. Wer wird siegen? Es gibt, und jeder ist aufgerufen. Ja, es fällt nicht vom Himmel und man muss was tun. Aber man muss natürlich auch das Vertrauen haben, dass es das gibt. Auch zum Beispiel das zyklische Denken. Also Natur ist ja immer ein zyklischer Prozess, ne?
werden sein, vergehen. Es geht im Kreis. Ne? Und dieses Denken geht immer linear geradeaus. Ne? Die Zeit soll überhaupt überwunden werden. Alle Zyklen, alle Umwege, alle Räume, alle Zeiten, wir sollen beseitigt werden. Schnell, schnurgeradeaus, ne, geht das. Also es wird nicht anerkannt, dass das Leben in Vortex, sagt die Gabi Müller dazu, also in Wirbeln, das Leben wirbelt einher. Ne? Das geht nicht geradeaus oder sowas. Also es wirbelt und schafft sich selbst in sich selbst, ist in sich selbst. Das ist was eine völlig andere Vorstellung wie diese mechanistische, in der nur zwei Sachen neu zusammengesetzt werden und bums, das ist dann das andere und bessere. Funktioniert ja gar nicht. Ne? Es soll auch nicht funktionieren in dem Sinne, wie es vorher war. Also es ist eine völlig andere Ideenwelt, die dahinter steht. Wo ich sage, hier kommt wirklich die Spiritualität ins Spiel. Ja? Ich meine jetzt ernsthaft, nicht irgendwo esoterische Spielereien, wo der Wackelkontakt im dritten Auge mit Erleuchtung verwechselt wird. Das ist nicht Spiritualität, das ist esoterisches, der esoterische Versuch einer Erleuchtungsannäherung. Ja? Wir brauchen keine Erleuchtung, wir brauchen ein Aufwachen zur Wirklichkeit. Und die Überwindung der Dualität zwischen Subjekt und Objekt ist die größte Herausforderung. Wir müssen lernen, und das ist die großen spirituellen Meister, die großen Weisen, ja, uns über Jahrhunderte, ja, begleitet haben. Ich komme selbst aus einer wirklich großen Meisterschule, bin auch sehr dankbar dafür, dass sie uns gezeigt haben, dass wir mit dem Gegenüber eine Einheit sind. Es gibt kein Gegenüber. Der große deutsche Mystiker Meister Eckhart, Dominikanerpater im 13. Jahrhundert, der ja von der Kirche verfolgt wurde, wahrscheinlich auch ermordet wurde, hat diesen berühmten Satz geprägt: Das Auge, mit dem ich Gott anschaue, und das Auge, mit dem Gott mich anschaut, ist ein und dasselbe Auge. Was sagt dieser geniale Satz aus? Der sagt, es gibt kein Gegenüber. Es gibt auch nicht mal Gott als Gegenüber. Mein Auge und das Auge des anderen, ob das Gott ist, wie auch immer, ist ein und das gleiche Auge. Hier verschmilzt Subjekt und Objekt zu einer Einheit. Und wenn ich das eingeübt habe, das ist ein langer Prozess, aber ich muss mich dem auch aussetzen, vertrauensvoll. Dann bekomme ich, dann überwinde ich im Prinzip die Spaltung, die wir jetzt haben. Das ist ja, ich rede jetzt von einem Neo-Dualismus, der ist ja pathologisch. Ja? Wir waren schon mal weiter in der Überwindung der Dualität. Jetzt haben wir einen neopathologischen Dualismus, so nenne ich die Zeit jetzt. Ja? Und das wird ja immer kritischer. Ja? Und wenn ich auch einen Patienten, der jetzt mir auf der Intensivstation zugeführt wird, als Objekt anschaue, dann verlieren wir sämtliche menschlichen Kategorien. Und wenn ich den nicht besuchen kann und nicht mehr berühren darf, ist das Schlimmste, weil wir die Leute haben wir als Objekt zurzeit wirklich ausgegrenzt, isoliert. Sie werden gar nicht mehr als Subjekte gesehen. Und da haben unsere Politiker und unsere Neowissenschaftler, die haben da wesentlich dran Schuld. Egal wie schwer krank ein Mensch ist, er darf nicht der Berührung des Nächsten entzogen werden. Ja? Und jetzt müssen wir dringend dahin kommen, diese Überwindung der Spaltung zwischen mir und dem Gegenüber. Der andere gehört zu mir, das andere genauso. Die Natur ist ja auch ein lebender Organismus. Die Natur kann ich gar nicht objektivieren. Ja? Und wir müssen die Sprache des Kosmos wieder hören und hören lernen. Der Kosmos hat eine gewaltige musikalische Schwingung. Ja? Das haben mir die großen Meister alles erkannt. Ja, die Keplerschen Gesetze kommen ja aus der Erfahrung der himmlischen Sphären. Da haben wir keinen Zugang mehr. Unsere Gehöre, unser Hörsinn ist komplett verkümmert, weil wir auf diesen großen kosmischen Urklang nicht mehr hören. Thank you.
glaube, dass man ohne kosmische Wirkkräfte, die es meiner Überzeugung nach gibt, nicht in der Lage sein wird, diesen Lauf, den Lauf der Lemminge in den Untergang zu stoppen. Aber es gibt Kräfte, die einwirken können. Wenn es so ist, wie ich vermute, dass die Erde eingebettet ist in einen kosmischen, organischen, lebendigen Zusammenhang, dann wäre auch die Erde Teil eines Organismus, etwa des Sonnensystems oder auch der Galaxis. Und dann hoffe ich oder glaube ich oder bin ich davon überzeugt, dass diese Galaxis die Erde nicht aufgeben wird. Das heißt, es gibt helfende Kräfte, die an einem bestimmten extremen Punkt eingreifen können. Aber ihnen muss auch eine Möglichkeit gegeben werden. Und das geschieht durch einzelne Individuen auf dieser Erde, die ein bestimmtes Bewusstsein erreicht haben. Also insofern ist es wichtig, dass Einzelne tatsächlich ein bestimmtes Bewusstsein erreichen. Wie es im alten Judentum zum Teil heißt, es bedarf einer bestimmten Zahl von Gerechten, damit der Messias kommt. In diesem religiösen System gesprochen. Es gibt eine bestimmte Anzahl, die vielleicht schon festgelegt ist, weiß ich nicht, also eine bestimmte Anzahl, die müssen gegeben sein. Und jeder ist dann wichtig. Und es ist wichtig, dass man sich auch die Frage stellt, die ich mir in früheren Jahren oft gestellt habe, wenn die Stelle, ich habe eine bestimmte Vermutung, wo ist meine Stelle, die den Stromkreis hält. Aber wenn ich da ausfalle, dann ist es schlecht, weil es müssen alle Stellen besetzt sein, damit der Stromkreis wirklich laufen kann. Und da ist eben jeder Einzelne aufgefordert, weil er es nicht in letzter Instanz wissen kann. Müssen schon Menschen, das fällt eben nicht vom Himmel, müssen sich Menschen bemühen. Es müssen sich Menschen bemühen und dann kann auch ein kollektiver Strom entstehen, den ich jetzt nicht abgreifen möchte, so konkretistisch und irgendwie mit irgendwelchen Ideologien befrachtet, dann kann ein Strom entstehen, der tatsächlich was Öffnendes hat. Und dann kann sich was öffnen. Und dann kann sich auch überraschend ein Umschlag ereignen, wie es ja auch in der Systemtheorie angenommen wird. Ein System läuft ganz gut, dann gibt es einen bestimmten Kipppunkt. Und dann kippt dieses System. Und das kann sich schneller ereignen, als wir denken. Es kann plötzlich ein Kipppunkt kommen. Ein Umschlagpunkt. Also wir müssen ja schon mal unterscheiden, was ist der Geist überhaupt? Das ist ja mein Spezialgebiet. Es wirkt sich eher auf die Psyche aus, nicht auf den Geist. Also ich unterscheide immer zwischen Körper, Seele und Geist, was die meisten ja nicht machen. Der Geist ist von allem glücklicherweise unberührt. Es gibt keine Geisteserkrankung, was die meisten Psychiater nicht wissen. Es gibt nur psychische Erkrankungen. Psyche, griechisch die Seele, ja? Wenn wir mit dem Geist zu tun hätten, dann hätten wir mit Pneumatikern zu tun, griechisch Pneuma. Vom Pneuma redet keiner, höchstens von der Lungenentzündung, von der Pneumonie. Aber von dem Atmen, von dem Geist wird ja nicht geredet, sondern die Leute werden ja durch Psychologen, durch Psychotherapeuten in ihrer Seelenbefindlichkeit therapiert oder was weiß ich. Das Interessante ist, dass der Geist das größte unbekannte Phänomen ist, was aber unser unsterblicher Wesenskern ist, die wir nicht berühren, haben wir nicht gelernt. Wir haben mit Körper und Seele zu tun, das ist Psychosomatik, ja, griechisches Wort, aber Psychosomapneumatik, ich habe diesen Begriff mal in die Welt gesetzt vor zig Jahren, wollten die Leute nichts von hören, so weit sind wir noch nicht. In dem Moment, wo wir zu unserem geistigen Potenzial wieder mehr Zugang hätten, würden diese anderen Phänomene in den Hintergrund treten. Wir würden seelisch gesünder, wir wären körperlich gesünder, wir könnten auch vieles mehr aushalten, wenn wir die Gewissheit hätten, dass in uns ein lebendiger, unsterblicher Geist immer vorhanden ist. Und diese Präsenz zu berühren, bedeutet, einen spirituellen Weg zu gehen. Der vorübergehende Aussatz den Computern gegenüber, ja, den werden wir vielleicht wieder in den Griff bekommen, heilen können, wenn der Erkenntnisprozess jetzt wieder voranschreitet. Das Ganze, was hier vorangepeitscht wird, ist so machtvoll,
so übermächtig, so gewaltig, dass alle Gegenbewegungen letztendlich scheitern müssen. Das kann man annehmen, wenn man nicht andere Faktoren einbezieht. Ich würde so sagen, wenn ich nur von dem ausgehe, was hier in der sinnlich-physischen Welt läuft auf dieser Erde, und wenn ich mich nur um dieses Außen kümmere und wenn ich nur auf dieses Außen fixiert wäre, nach allem, was ich hier sehen kann, sieht es nicht gut aus, dann würde ich schon sagen, alle Gegenkräfte werden wohl kaum in der Lage sein, diesen monströsen Lauf zu stoppen. Das glaube ich nicht. Insofern würde ich sagen, immanent, jetzt nur von der Außenwelt betrachtet, würde es nicht gehen. Dann können wir das nicht stoppen. Es sei denn, es passieren natürlich Katastrophen, die nicht Totalkatastrophen sind, sondern die nur partielle Katastrophen sind. Dass also die dann Bewusstseinsschübe auslösen können. Denn darauf kann man in gewisser Weise bauen, weil der Mensch ja auch in seiner eigenen Biografie weiß, dass er oft Dinge nur macht, wenn er es machen muss. Also wenn man ihm in ruhiger Form im Gespräch das sagt, du kannst das machen, dann ja, hört er das sich an, aber er macht es letztlich nicht. Oder denkt, kann ich ja irgendwann machen, aber jetzt eben nicht. Also der ist ja oft der Schock, das Erlebnis zum Beispiel einer privaten Katastrophe kann einen ja anstacheln, wirklich was zu verändern. Und das gilt natürlich für Kollektive auch. Kann auch was verändern für Kollektive. Weil dann, was man sonst machen kann, ist eigentlich relativ klar. Also man kann nur davon ausgehen, dass man das, was da ist, wertzuschätzen hat, als das, was wirklich das Wichtige ist und sich damit auseinandersetzen muss und damit leben muss. Und eben ohne diesen Anspruch, das alles sozusagen vergessen zu können und neu in einer völlig konträren Form neu erschaffen zu können und zu müssen. Ne? Dieser Wahn, der muss einfach aufhören. Ne? So heißt er dann auch mein Buch da. Vätert es nichts zum Wahn einer Neuschöpfung der Welt. Dieser Wahn muss fallen gelassen werden. Deswegen muss man ihn erstmal erkennen, dass man sich in einem Wahn befindet, in einem Wahnsystem und einem Wahnglauben. Und die Alternativen sind eigentlich relativ klar, so von den Kogi angefangen, also wie man mit der Natur umgehen kann und sollte, ist ja nichts Neues. Ne? Das ist natürlich vieles verschüttet worden, aber das kann es nicht sein. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass diese Brille, diese Scheuklappen wegfallen müssen, die uns ständig zwingen, in eine andere Richtung zu gucken, als die, um die es geht. Das ist eigentlich die Hauptsache. Also dass die ganzen alternativen Bewegungen und die Indigenen und alle möglichen anderen Leute oder was wir früher selber gemacht haben, das gibt es ja alles immer noch. Und es gibt auch neue Formen davon, die eben nicht auf Zerstörung beruhen und nicht diesem alchemistischen Drama unterworfen worden sind. Weil ja ganz wichtig ist, wir sehen ja den Menschen angegriffen in seiner Selbstbestimmung, ne, durch die Technik zum Beispiel und durch die Komplexität der Verhältnisse, dann fühlen wir uns auch nicht mehr frei. Und das ist auch so, weil der Mensch einfach nicht mehr als Individuum einfach dem ganzen Herr sein kann, weil ihn das überwältigt. Was er aber kann, ist sich Strukturen schaffen, die ihn frei setzen oder sagen wir frei sein lassen können. Und das können meines Erachtens nur Strukturen der gegenseitigen Unterstützung sein, der gegenseitigen sozusagen eines menschlichen Miteinanders sein, wo er merkt, hier ist es besser. Ganz banal gesagt, ich brauche hier gar kein Smartphone. Das kennen wir vielleicht alle, dass wir mal in einem Urlaub sind und wo alles einfach so schön ist und wo die Unterhaltung so toll ist und die menschliche Gesellschaft so toll ist, dass wir sagen, wow, ich habe jetzt hier 3 Tage oder 2 Wochen mein Smartphone gar nicht angeguckt. Ich habe keine Nachrichten gelesen und ich brauchte keine elektronischen Unterhaltungsangebote. Und schon fühlen wir uns freier und selbstbestimmter, obwohl wir natürlich auch
gewissermaßen abhängig sind oder eingebunden sind in dieses menschliche Beisammensein. Aber das ist, wäre dann eben eins, was wir uns selber ausgesucht haben und was uns auch dann auf eine andere Weise berührt und auch uns besser fühlen lässt. Und wenn wir diese Inseln schaffen, dann glaube ich, haben wir eine Möglichkeit, diese Abwärtsspirale vielleicht nicht aufzuhalten, aber doch für uns zumindest so ein bisschen uns da rauszuziehen und dann vielleicht in diesen Inseln auch der Lebendigkeit, ne, und auch des, des besseren Umgangs mit der Natur, auch einer harmonischen Einbindung in die Natur, in diesen Inseln dann darauf zu warten, dass sich vielleicht so ein neues Zeitalter irgendwann bildet. Und trotzdem ist es ja so, dass einzelne Gemeinschaften, kleine Gemeinschaften auch viel erreichen können. Also auch sozusagen Gruppen, die bestimmte Dinge tun, indem sie gemeinsam zum Beispiel Musik machen. Musik spielt ja eine ganz große Rolle. Die Musik ist ja im Moment flachgelegt, sage ich mal. Aber das wirst du ja wissen, wie ich das auch weiß, dass die Musik eben eine ganz zentrale Rolle spielt. Und die Musik ist da ein wichtiges Mittel, eine wichtige Qualität, auch eine Seinsqualität, weil sie kosmische Klänge auch kontaktiert und transponiert in unsere hörbare Sphäre. Also über die Musik, über die Beobachtung, wie Goethe sagt, das anschauende Denken und die denkende Anschauung, also die Erscheinungsform, als beseelt betrachten, denkende Anschauung, anschauendes Denken. Auch nochmal Goethe, das ist was Großartiges. Nicht das Abstrahierende, sondern das Konkrete, das Sinnlich-Übersinnliche in diesem Sinne, vom Sinnlichen zum Höhersinnlichen, von mir aus Übersinnlichen, um schwierige Begriffe alles, aber dass das möglich ist. Also die Betrachtung, die Beobachtung, das Wahrnehmen, das Wahrnehmen und Fühlen der Phänomene der lebendigen Welt müsste intensiviert werden. Naja, die Geschichte ist offen, würde ich sagen, und die Zukunft ist deswegen auch offen. Deswegen, weil der Mensch diese Freiheit hat und weil wir sie annehmen müssen, wenn wir ihn nicht ganz reduktionistisch, materialistisch sehen wollen, haben wir auch die Freiheit, den Horizont des Zukünftigen zu verändern, zu verschieben. Das ist sehr schwer, weil wir ja so an dieser Übermacht ausgesetzt sind, auch eben der Übermacht derer, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und das müssen gar keine wirklich realen Menschen sein, sondern das ist einfach die Technik und die Algorithmen oder ja. Es ist sehr schwer und ich glaube, es kann nur im Kleinen passieren, also in wirklich den Bereichen, wo der Mensch auch noch eine Macht hat. Also das Schwierige besteht, glaube ich, darin, dass
wir so ein globales Problem sehen und die Übermacht von Wissenschaft, Technik und auch dem politisch-pharmazeutisch-medialen Komplex, wenn man das so nennen will, auf unser Leben und den Zugriff auf unser Leben, aber dass wir ja immer noch einen Raum haben, den nur wir bestimmen können. Das ist zum Beispiel eben der Raum so der kleinen sozialen Zusammenkunft, der Raum auch, den man uns noch physisch lässt, geografisch lässt, dass man vielleicht solche Rückzugsorte schaffen kann. Und da sehe ich im Moment eine ganz starke Bewegung hin. Also vielleicht so wieder wie in den 60er, 70er Jahren eine Bewegung raus aufs Land, zurück in die Natur, in die Kommune, das Glück der Kommune suchen. Was auch, man mag sagen, dass das damals ja, sehr idealistisch und naiv war, vielleicht gescheitert ist, aber vielleicht können wir aus deren auch negativen Erfahrungen lernen, das jetzt mitzunehmen, auch die Technik nicht ganz zu verteufeln, sondern sie zu nutzen für die Vernetzung von diesen einzelnen Inseln der Freiheit und der Lebendigkeit, die jetzt überall da aus dem Boden sprießen, also wenn Inseln sprießen, aber ich, wie Pilze, und diese Vernetzungsmöglichkeiten auch digital zu nutzen und dann letztendlich die Möglichkeit zu haben, über eine immer dichtere Vernetzung dann auch ein Angebot zu machen für diejenigen, die dann jetzt auch immer unzufriedener werden. Also vielleicht könnte unsere Hoffnung und unser Mut darin liegen, dass es immer schlimmer wird, weil dann immer mehr Menschen unzufriedener werden und nach positiven Angeboten suchen. Und wenn die sich gleichzeitig eben etablieren können, dann kann man da vielleicht so den Grundstock einer neuen Entwicklung setzen. Also ich habe mich immer gekümmert um alte, andere Systeme, Wissenssysteme, ne? Also vorpatriarchale und vormoderne und so weiter, um zu gucken, wie die eigentlich die Welt interpretieren. Und da gibt es ja ganz andere Sachen, die eben nicht reduktionistisch sind, ne? Also da kann man sehr viel weiterentwickeln oder übernehmen. Und wir haben auch eine Praxis hier entwickelt, wie wir zum Beispiel uns spirituell verhalten, indem wir also Kontakt aufnehmen und fragen. Also man kann ja, alles ist lebendig. Ne? Es gibt nichts Totes. Es kann auch gar nichts Totes geben, weil es kann nicht was Lebendiges sein und das andere ist nicht lebendig. Zum Beispiel wie diese Kosmonauten dann immer denken, die Erde sei ein Stein, der durchs Weltall rast, ein toter Stein, der durchs Weltall rast. Also Quatsch, ne? Die Erde ist ein Lebewesen, ein kosmisches Lebewesen. Ne? Also das muss man sich erstmal wirklich klar machen, was das heißt. Und alles, was lebendig ist, mit dem kann man eben auch sprechen. Also man kann es ansprechen. Man kann mit allem reden. Die reden zwar nicht als eigene Sprache, aber sie antworten. Ne, man kann mit allem sprechen und es gibt rituelle Möglichkeiten, das zu tun. Und wir haben hier viele solche Sachen ausprobiert. Ne? Das ist sehr wichtig. Also man kann die Akasha-Chronik ist das Wort dafür, also das Weltgedächtnis. Ne? Das geht so in die Richtung der Definition der Räume als Gedächtnisspeicher, also Raum als eben nicht toter Raum, wie das bei uns immer so gesagt wird im Patriarchat, im modernen Patriarchat speziell, sondern Räume speichern Energien, speichern Gedächtnis, also Energien im Sinne von Naturkräften. Und die kann man auch fragen. Also mit denen kann man sich unterhalten gewissermaßen, also auf eine etwas andere Art. Also man kann das Weltgedächtnis fragen, wenn man was nicht weiß. Dann kann man fragen, was ist denn das oder wo ist das jetzt oder was machen wir damit? Und solche Praktiken kann man ja wieder, die Zapatisten in Mexiko zum Beispiel, diese Alternativbewegung, die machen das ja auch dauernd. Ne? Die gehen also, wenn sie von ihren Ahnen was wissen wollen, gehen sie in den Berg und fragen, weil die sich vorstellen, die sitzen im Berg und reden mit denen im Berg. Ne? So, und dann kommen sie wieder und wissen Bescheid. Der Jensen sagt zum Beispiel, wir können ja mal die Pandas fragen, was wir tun sollen, um diese ganze Vernichtung aufzuhalten. Sie werden es uns sagen, sagt er. Es kommt nur darauf an, ob wir dann auch bereit sind, das zu tun. Also fürs Leben einzutreten und sich mit ihm zu verbinden und es zu befragen und mit ihm zu leben. Ne? Das kann man alles lernen.
Deswegen reden wir ja von der Herzmitte. Immer noch reden, schreiben wir ja mit herzlichen Grüßen und nicht mit digitalisierten Grüßen. Ja? Das ist ja mal noch haben wir das ja. Ja? Komischerweise geht es immer noch um herzliche Grüße, cordial greetings, wie auch immer. Es ist noch nicht auf der digitalen Ebene in der Sprache angekommen. Aber wir sind kurz davor. Und da habe ich dir eine große Angst vor. Wenn wir die Herzmitte nicht erkennen als unser großes Lebenszentrum, auch für die Erinnerungskraft, auch für das Wissen, dann gehen wir möglicherweise einen Weg der Roboter-Zombies, wo wir nur noch manipulierte Marionetten sind. Sind wir jetzt schon. Wir sind digitalisierte Marionetten zum Teil. Da dürfen unsere Kinder nicht hin. Unsere Kinder sind jetzt diejenigen, die uns aus dieser Falle noch befreien können. Die Älteren schaffen es ja nicht mehr. Ja? Die Älteren werden entweder jetzt krank oder kommen in irgendwelche Heime, werden sie abgeschoben und dann kriegen sie auch noch eine Impfung und was weiß ich. Dann werden sie irgendwann auch das Zeitliche segnen, auch ein bisschen des Wortes. Ich wünsche ihnen auch einen guten Abgang. Ja? Aber die Kinder sind diejenigen, die wir retten müssen, damit sie diesen Horizont öffnen für diese Welt, die wir betreten, die ich Wirklichkeit nenne. Ja? Herrschaft ist in der Natur unüblich, weil die Kooperation vorherrscht. Wenn schon Herrschaft herrscht, die Kooperation. Also die Natur lebt auch nicht im Sinne von Darwin und der Stärkste setzt sich durch und der Survival of the Fittest und so weiter. Das stimmt nicht. Ne? Dann gäbe es auch keine Schmetterlinge und keine kleinen Kätzchen und so mehr. Sondern der Witz in der Natur ist die Kooperation aller mit allen. Und zwar in vielen, vielen Netzen unter der Erde, über der Erde, zwischen Bäumen und anderen Pflanzen, Tieren und Bäumen und Landschaften. Das ist genau dieses alte Wissen, was mit den Patriarchaten vernichtet werden sollte und auch wurde im Wesentlichen und deswegen auch in unserer Wissenschaft nirgendwo mehr einen Platz hat, außer halt in einigen, die sich jetzt wieder darauf besonnen haben, dass das alles nicht stimmen kann. Also diese kriegerische, die Metapher des Krieges auf die Natur zurückzuprojizieren, ist so ein alter Witz und alter Hut, den fast alle Patriarchen unternehmen. Also die Natur ist die Böse und sie muss bekämpft werden. Das ist wie im Krieg und sie ist noch schlimmer, als wir es sein können. Und also auch die Krankheiten werden wie Gegner und Feinde definiert. Der Krebs zum Beispiel ist der Feind, den ich vernichten muss und so weiter. Da gibt es ja ganz auch in der Medizin inzwischen ganz andere Auffassungen oder wieder andere Auffassungen, in denen das nicht so ist. Und in den früheren Gesellschaften wäre das niemals passiert. Also das ist, wenn wir nicht wissen, wie eigentlich eine naturgemäße Anschauung, sagen wir mal, ist, wenn wir keine wiederfinden, können wir natürlich auch die Gesellschaft daran nicht orientieren. Ne? Also wenn die Natur der Feind ist und böse und niedrig, dann ist das Programm schon mal klar festgelegt. Ne? Deswegen muss vor allen Dingen am Naturbegriff angesetzt werden, um aus diesem patriarchalen Denken wieder rauszukommen. Also die Anerkennung der Charakteristika der Natur als mütterlicher und kooperativer Veranstaltung und nicht als Kriegsgeschehen der niederen Sorte. Das kann, glaube ich, nur aus einem ganz neuen Geist heraus entstehen, indem es selbstverständlich ist, dass wir diese Selbstbegrenzung wieder wollen und diese Selbstbegrenzung haben müssen, um uns nicht selbst auszulöschen. Das bedeutet aber auch, es müsste ein ganz anderes Menschenbild sein. Und das kann man nicht durch äußere Maßnahmen mal eben so implementieren, sondern da muss wahrscheinlich, das ist vielleicht eher pessimistisch, da muss so viel an Katastrophe schon passiert sein, dass es dann dadurch ein Zurück zu den Anfängen gibt und ein Neuüberlegen, wie können wir das, was wir hatten, jetzt wirklich verantwortungsvoll benutzen. Das klingt jetzt sehr unpraktisch, weil man nicht einfach sagen kann, ja, dann macht einfach noch mal im Semester noch ein paar Grundlagenseminare zur Ethik oder sonst was, sondern es muss ein neues Menschenbild geben und das wird dann wahrscheinlich ein spirituelles sein, das eben aber der Wissenschaft, auch der Naturwissenschaft, nur einen Ort zuweist, auf den sie auch begrenzt ist. Alles spricht dafür, dass es einen universellen Geist gibt, dass die Welt von Geist durchdrungen ist, in diesem Sinne einen Weltgeist.
vielleicht auch deckungsgleich mit dem, was man auch als Weltseele bezeichnet hat. Das will ich aber jetzt nicht im Einzelnen so ausdifferenzieren. Oder einen, wie die Griechen sagen, ein Logos. Es gibt einen Logos im Kosmos, einen Weltgeist. Alles ist letztlich vom Geist durchwaltet. Deswegen können wir überhaupt wenigstens in Teilen etwas erkennen. Wir können ja nur das erkennen, es wäre eine These, die ist alt, die hat schon in der Antike ist sie auch schon gedacht worden, man kann eigentlich nur das erkennen, was man selber ist. Der berühmte Philosoph Empedokles hat mal gesagt, 500 vor Christus, Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Sonst projizieren wir ja nur. Entweder wir sind nur im Spiegelkabinett unserer eigenen Projektionen, ein trauriges Bild, oder es gibt wirklich Erkenntnis. Und wenn es wirklich Erkenntnis gibt, wenigstens in Teilbereichen, echte Erkenntnis, dann kann es nur so sein, dass Geist auch in der Natur ist. Denn einen absoluten Nicht-Geist, einen Ungeist, ein totes Es kann überhaupt nicht erkannt werden. Das geht überhaupt nicht. Das wäre eine schwarze Wand, wo man sozusagen nicht weiterkäme. Geist kann nur Geist erkennen. Leben kann nur Leben erkennen. Leben kann eigentlich die tote Wand, die schwarze Wand, nicht erkennen. Wenn wir nur in einer Dingwelt leben würden, wäre gar nichts erkennbar. Allein schon, indem wir uns der Sprache bedienen oder bis zu einem gewissen Grade der Logik auch. Sonst können wir überhaupt nicht miteinander reden. Ist doch schon, dass wir Geist voraussetzen. Und Wissenschaft ist in dem Sinne immer dann auch Geist. Und insofern leben wir in einer Welt, die von Geist durchflutet ist. Und ohne das ist es gar nicht denkbar. Auch vom Seelischen, also auch Weltseele. Also die Welt ist in toto Geist, Seele und Bewusstsein. Und in dieser Welt leben wir. Und nur so können wir erkennen. Und nur so können wir die menschliche Würde auch wahren. Wenn wir das alles aufgeben, dann ist es eine, ich sag's nochmal, dann ist eine Farce, eine traurige Posse, führen wir da auf. Lächerlich eigentlich, erbärmlich. Die Welt, wir können die Welt nicht verändern. Wir verändern die Welt, indem wir uns verändern. Mahatma Gandhi hat immer gesagt, sei du die Veränderung, wie du die Welt sich verändert sehen möchtest. Das heißt, ich bin derjenige, der Aktive, der nicht missionarisch in die Welt geht, sondern in sein Inneres hineinguckt und aus der Intuition heraus und nicht aus dem Intellekt die Welt mit Liebe anschaut und nicht die Liebe die Welt neu vermisst. Wir brauchen die Welt nicht neu vermissen. Das Weltbild ist auch immer mein eigenes Innenbild und meine Beziehung zur Welt hat mit meinem Inneren zu tun, nicht mit dem Äußeren. Die äußeren Begebenheiten sind nicht wesentlich für die Veränderung. Das Innere in unserem ist ja am wenigsten erforscht. Wir haben den Weltraum erforscht, wir sind beim Mars gelandet, auf Mond gelandet. In unserem inneren Universum hat noch keine Landung stattgefunden. Die ist dringend notwendig in unserer heutigen Zeit. Und die Psychologen, die ja hochbegabt sind, die sich mit der Seele befassen, nicht mit dem Geist, machen genau dann halt, wenn sie einen Menschen begleiten, wenn sie in das Innerste ihres Klienten vordringen. Dann sagen die, hier kann ich nicht mehr weiter, denn da fängt es ja an, interessant zu werden. Und wir müssen diesen Raum, der in uns angelegt ist, aufbrechen, um dort wieder unsere innere Heimat zu finden. Das ist unsere große Aufgabe. Und dann sehen wir über Nacht die Welt auch mit völlig anderen Augen. Ich glaube also, anders gesagt, an einen kosmischen Plan, der letztlich eine Erfüllung erfordert durch Individuen, die eine bestimmte Bewusstseinsstufe erreicht haben. Dieser Plan kann verwirklicht werden, er kann erfüllt werden, aber er kann auch scheitern. Und das ist die Freiheit, die es eben gibt. In diesem Sinne eine Freiheit, sich so oder so zu entscheiden. Und es ist wichtig, dass man sich zum Schöpferischen hin entscheidet. Dass man nicht denkt, es läuft sowieso. Es gibt ja so eine Haltung der Menschen, naja, kann sowieso nichts machen, ist nichts drin mehr. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube schon, der Mensch hat eine Chance. Denn wenn er dieses Wesen ist, was ich vermute, oder fast würde ich sagen, ich weiß das, ohne das dogmatisch jetzt festzuklopfen, wenn der Mensch so ein hohes Wesen ist, dann müsste er auch die Möglichkeit haben, diese kosmischen Energien zu kontaktieren, die dann auch eingreifen. Und immer noch, denke ich, wenn
ich auch manchmal niedergeschlagen bin und denke, mein Gott, was passiert hier alles? Das ist ja, kann man gar nicht ertragen und was soll ich denn tun? Dann sehe ich, wie jetzt im Frühling alles aufbricht. Ja, woher eigentlich? Wie kommt das? Aus dem Nichts entsteht alles. Es grünt, es blüht. Und Tag und Nacht wechseln doch immer noch. Die große Ordnung funktioniert noch. Noch ist es nicht gelungen, die Erde aus der Bahn zu werfen. Noch lebt das alles. Und es lebt in jedem Moment und in diesem Moment auch. Und darauf vertraue ich. Es gibt ja ein berühmtes Wort von Goethe, je älter ich werde, umso mehr vertraue ich auf das Wort, das Gesetz, wonach die Rose und Lilie blüht. Also ich vertraue auf das Gesetz, wonach die Rose und Lilie blüht. Das habe ich auch mal in einer Vorlesung gesagt. Ja, darauf vertraue ich auch. Ich vertraue darauf. Auf dieses Gesetz vertraue ich. Thank you.